Und da ist auch wieder unser doofer Alistair. Ich sollte ihm tatsächlich mal ein Schild geben. So, wir haben jetzt hier also unsere liebe Liliana. Dann packen wir mal auf Klugheit. Und auf Willenskraft was. So. Was haben wir denn hier? Krieger und Schurken. Waffenteile nehmen mehr Schaden durch Angriffe verkraften. Bevor ihre Zauber unterbrochen werden. Dann packen wir es doch einfach da rein. Das klingt doch ganz schön. Und was können wir ihr denn noch geben? Was ist das hier? Reinigende Energie, wodurch Mana und Ausdauerregeneration kurzzeitig verbessert werden. Ein heilsame Energie, Gesundheitsbeschleunigt, richtet einen Strom reinigende Ausdauerregeneration enorm verbessert. Na gut, dann machen wir einfach mal das hier. So, wir können ganz viel Zeug einsammeln. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Wie ihr wünscht. Mensch, wir waren so nett. Oh. Ach Gott, da kommen wir wohl etwas spät. Komm, also wirklich. Da kann man ja wohl hoch. So. Dann quatschen wir nochmal einen Flüchtling an. Mal gucken, was die uns zu erzählen haben. Dem Erbauer sei Dank. Danke. Vielen Dank. Nicht sehr viel? Gut. Dann rennen wir einfach weiter. Dum, 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 dum. Ziehen und ach, wir waren jetzt bei den Flüchtlingen. Bürgerkrieg. Wir können natürlich jetzt erstmal die Quests in Denirem erfüllen. Ich glaube, das machen wir auch einfach mal. Na toll. Und schon wieder ein Kampf. Meh, das ist ja doof. Reisende? Wir brauchen Hilfe. Sie haben den Wagen überfallen. Bitte helft uns. Ups. Kommt mit. Ups. Ich bring euch hin. Hups, 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 hups. Wie cool. Hups, hups, hups. Was ist das? Eine Krähe? Hups, hups, hups. Oh, den kennen wir doch. Er ist aber ganz schön braun gebrannt jetzt. Der graue Wächter stirbt hier! Was? So viele? Eins, zwei. Oh, oh Gott! Oh mein Gott! Schande. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seid wach, meine Wächtersinne schlagen an. Ah, die zaubert gerade. Dann frosten wir die mal schnell, bevor die da irgendwelche bösen Sachen macht. Ach so, wir sind quasi. Ha! Unser Alistair! Ui! Heilung! Und morgen, du heilst da ihn nochmal mit und. Verdammt! Oh. Oh Morgan, du hast doch gerade gezaubert, oder nicht? Und du? Nimm halt den Mundumschlag.
Ich bin immer noch total... Na gut. Nehmen wir eben die Britzelfinger. Halt, das sind die hier. Ha. Alistair ist tot. Wir haben hier noch einen Haufen Zeug. Ja, wir können endlich mal wieder was tun. Juhu. Das ist doch super. Ach man, warum hören die denn nicht auf zu kämpfen, wenn ich sage, dass die fertig sind? Wir haben noch seinen Boss da besiegt. So, jetzt haben wir noch 5. Da ist eine Falle. Direkt vor uns. Ach du Schande. Heilung. Ach nein, jetzt Liliana, das ist nicht dein Ernst. Was sagt denn Morgan da unten? Ach, die schlägt sich mit dem Meuchelmörder rum. Das ist natürlich auch eine Idee. Uff. Ja, mach mal irgendwas. Um Gottes Willen. Das wird aber heute mal wieder ganz schön knapp hier. Ganz schön knapp. Ich saß ganz schön knapp. Oh Mann, ich wollte doch heute mal wieder mehr quatschen. Und dann sind hier so viele Viecher. Also nicht Viecher. Morgan, da bist du ja wieder. Wir heilen mal. Liliana? Natürlich. Mal runter. Wir den da jetzt hoch. Müssen wir ausmachen bestimmt, ne? Aua! Gottes Willen. Ah! Ich bin so doof. Und ich denke mir noch, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Ist natürlich hart, dass hier überall alles mit Fallen gespickt ist und... Ja, Prinzessin. Das hätte jetzt nun echt nicht sein müssen. Nein, das wollten wir nicht. Wir wollten die 5. Und wir schaffen das natürlich auch ohne diesen doofen Alistair. Wir brauchen den schon. Wir haben ja unseren Schurkentank Liliana. Die macht das schon super. Ist hier oben nichts mehr? Ist der tot? Oh, wir haben es geschafft. Der elfische Meuchelmörder ist verwundet und bewusstlos, aber am Leben. Du kannst ihn fesseln und verhören, wenn du möchtest. Ihn aufwecken und mit ihm sprechen. Oh, was? Ich... Ich hatte gedacht, ich würde als Leiche erwachen. Oder gar nicht erwachen, was wahrscheinlicher wäre. Aber ihr habt mich noch gar nicht getötet. Ja, ich habe da einige Fragen. Ah, ich soll also verhört werden. Ich könnte euch einiges an Zeit ersparen. Mein Name ist Zephron. Zeph für meine Freunde. Ich gehöre zu den Krähen aus Antiva und mein Auftrag lautet, hier alle überlebenden grauen Wächter umzubringen. Woran ich kläglich gescheitert bin. Was mich eher froh stimmt. Das ginge mir an eurer Stelle ähnlich.
Für mich jedoch ist es eine eher jämmerliche Empfehlung. Von der Zielperson gefangen zu werden, ist der Karriere eines aufstrebenden Meuchelmörders hüpf, kaum hüpf, förderlich. Hüpf, 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 hüpf. Wie süß. Ja, ihr habt mein vollstes Mitleid. Völlig zu Recht. Ich verdiene Mitleid. Wer hat euch angeheuert, um uns zu töten? Ein ziemlich schweigsamer Kerl in der Hauptstadt. Ich glaube, er hieß Logan. Ja, genau, so war's. Ja, ihr steht Logan also loyal gegenüber? Ich kenne eure Zwistigkeiten nicht. Das Übliche, vermute ich. Ihr bedroht seine Machtposition, richtig? Davon abgesehen gibt es keine Loyalität. Ich wurde für eine Dienstleistung bezahlt. Und jetzt, da ihr dabei gescheitert seid? Das müssen Logan und die Krähen miteinander ausmachen. Und dann die Krähen und ich. Und was ist mit mir und euch? Arbeiten wir daran nicht gerade? Was sind die Krähen von Antiva? Das kann ich euch sagen. Eine Organisation von Meuchelmördern aus Antiva. Ziemlich mächtig und bekannt dafür, niemals zu versagen. Es muss jemanden einiges gekostet haben, diesen Mann zu beauftragen. Sehr richtig. Ich bin überrascht, dass ihr hier noch nichts von den Krähen gehört habt. Wo ich herkomme, sind wir regelrecht berüchtigt. Ihr seid den ganzen Weg aus Antiva gekommen? Nicht wirklich. Ich war in der Gegend, als mir das Angebot gemacht wurde. Die Krähen kommen herum, müsst ihr wissen. Warum erzählt ihr mir das alles? Warum nicht? Fürs Schweigen hat mich keiner bezahlt. Ich habe es allerdings auch nicht direkt zum Verkauf angeboten. Tja, seid ihr nicht wenigstens eurem Arbeitgeber verpflichtet? Loyalität ist ein interessantes Konzept. Wir können nach dem Verhör gerne im Detail darüber sprechen. Ich höre, aber fasst euch kurz. Es ist ganz einfach. Ich habe euch nicht getötet. Damit ist mein Leben verwirkt. Ende. Wenn ihr mich nicht beseitigt, machen es die Krähen. Aber ich lebe gerne. Und ihr hättet den Krähen etwas entgegenzusetzen. Also lasst mich ab jetzt euch dienen. Ja, du bist immer nur... Aber dann haben wir Feinde auf dem Hals und ganz viele Leute. Und wen sollen wir eigentlich rausnehmen, um ihn ins Team zu nehmen? Eigentlich bliebe ja vom Konzept her bloß Liliana. Aber an der haben wir jetzt schon so gearbeitet. Aber wir können uns ja ihnen vorknüpfen, oder? Naja. Wäre eure Loyalität mir gegenüber dann ähnlich tiefgreifend? Ich bin von Natur aus sehr loyal. Das lässt nur dann nach, wenn jemand erwartet, dass ich wegen eines einfachen Misserfolgs gleich sterbe. Das ist doch kein Fehler, oder? Außer ihr wärt der Typ, der solche Dinge ähnlich handhabt. In diesem Fall hätte ich mir wohl gerade einen Bärendienst erwiesen. Und was sollte euch daran hindern, euren Auftrag später zu vollenden? Um ehrlich zu sein, meine Zugehörigkeit zu den Krähen war nicht gerade selbst gewählt. Sie haben mich als Kind auf dem Sklavenmarkt gekauft. Ich habe ihnen meinen Kaufpreis bestimmt 10-fach vergolten. Aber der einzige Ausweg ist jemand, mit dem sie nicht fertig werden. Selbst wenn ich euch noch töten würde, würden sie mich schon deshalb umbringen, weil ich beim ersten Versuch gescheitert bin. Da wage ich doch lieber mein Glück mit euch. Was wollt ihr dafür haben? Nun, mal sehen. Am Leben bleiben wäre nett. Dann könnte ich euch auch ein wenig nützlicher sein. Und falls ihr irgendwann beschließt, keine Verwendung mehr für mich zu haben, würde ich gerne einfach gehen dürfen. Bis dahin bin ich euer. Wie klingt das? Miau. Also gut, ich nehme euer Angebot an. Was? Ihr wollt den Meuchelmörder mitnehmen? Haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Ich nehme doch auch dich mit. Und du denkst nicht mal. Keine Sorge, er könnte sich als nützlich erweisen. Ist ja schon gut. Ich sehe es ja ein. Dennoch, wenn uns die Verzweiflung auf der Stirn geschrieben stünde,
hätte er gerade angeklopft und um Einlass gebeten. Guter Plan. Aber an eurer Stelle würde ich Essen und Trinken ab jetzt etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ein ausgezeichneter Rat, den jeder beherzigen sollte. Willkommen, Zephren. Eine Krähe aus Antiva dabei zu haben, hört sich nach einem guten Plan an. Oh? Gehört ihr zu meinen künftigen Gefährten? Ich wusste gar nicht, welch Liebreiz in Abenteurerkreisen anzutreffen ist. Vielleicht auch nicht. Ich schwöre euch hiermit unbedingte Loyalität, bis es euch gefällt, mich davon zu entbinden. Ich bin euer Mann, ohne Einschränkungen. Das schwöre ich. Okay.